Hi Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es, wie ihr im Titel schon gesehen habt, um peinliche, sprich unangenehme Fragen, die an mich gestellt werden. Ich hoffe und gehe stark davon aus, dass sie nicht so schlimm sein werden, zum Beispiel, also so richtig private und intime Fragen. Ich habe natürlich noch keine Ahnung, welche Fragen mir gestellt werden. Ich hoffe, sie werden nicht so schlimm. Wenn ihr solche Formate mögt, lasst ein Like und ein Abo da, teilt dieses Video mit euren Freunden und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, starten wir mit der ersten Frage. Die erste Frage ist, wie weit gehst du ohne zu jammern? Also ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint ist, aber ich denke, keine Ahnung. Also ich kann es nicht einschätzen. Kommt natürlich auf die Situation an, weil ich finde, man kann nicht immer sagen, genau so und so weit. Es kommt, finde ich persönlich, könnt ihr auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es kommt schon auf die Situation an, finde ich persönlich. Welcher Promi ist mein heimlicher Schwarm? Also ich habe keine Ahnung, also man muss erstmal schauen, wen man als Promi sieht. Aber ich habe tatsächlich keinen Crush oder auf einen Promi oder ich habe auch niemanden, wo ich sagen würde, yo, das ist mein Schwarm als Promi. Also da fällt mir jetzt so spontan noch nichts ein. Keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Schon mal gegen das Gesetz verstoßen, wenn ja, was? Also was heißt gegen das Gesetz verstoßen? Ja, also ich... Ja, keine Ahnung. Also mir fällt jetzt gerade tatsächlich spontan, fällt mir nichts ein. Spontan fällt mir nichts ein. Ich habe eigentlich noch nie was gemacht, was gegen das Gesetz ist. Also fällt mir jetzt gerade nichts ein, glaube ich auch nicht. Was war bisher dein dümmster Fehler? Also als Fehler in meinem Leben kann ich eigentlich nichts sehen. Alles ist passiert und alles hat so seinen Sinn dahinter. Meine Narbe, die ich hier habe, da war der Justin zu blöd. Und hat Blockschokolade mit dem Steakmesser geschnitten. Ist abgerutscht und ein Messer steckt er bis mitten in der Hand drinne. Und die Narbe wird mich natürlich bis zum Ende meines Lebens verfolgen. Das würde ich als Fehler sehen. Wäre das nicht passiert, hätte ich hier diese Narbe nicht. Aber sonst Fehler. Das ist eigentlich auch kein richtiger Fehler. Aber Fehler eigentlich auch nicht. Hast du schon einmal jemanden gestalkt? Also gestalkt noch nie. Ich habe natürlich, wenn ich mal jemanden cool oder so sympathisch fand, mal auf Instagram nachgeschaut oder auf Snapchat. Keine Ahnung, auf Snapchat nicht so viel jetzt, aber vielleicht auf Instagram oder so weiter oder auf YouTube. Gestalkt habe ich noch niemanden, weil Stalking ist ja eigentlich die ganze Zeit und so weiter. Also habe ich noch nie gemacht und würde ich auch nie machen. Das ist mir meine Zeit einfach zu wertvoll. Tut mir leid. Wechselst du dein BH jeden Tag? Hä? Was war das Peinlichste, was ich je googeln musste? Okay, was war das Peinlichste, nachdem ich gegoogelt habe? Keine Ahnung. Also fällt mir jetzt nichts ein. Ja, also spontan fällt mir da nichts ein. Gibt bestimmt ein paar Sachen, aber so spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Warst du schon mal auf OnlyFans unterwegs? Und das, meine Freunde, ist eine ganz interessante Frage, die ich ganz, ganz leicht beantworten kann. Und zwar nein, ich war noch nie in meinem Leben auf OnlyFans unterwegs. Welche Eigenschaften machen einen guten Boyfriend aus? Also Digga, keine Ahnung, sozial sein, nett sein, hilfsbereit sein, nicht lügen und sowas. Natürlich das Aussehen im Endeffekt auch noch, muss natürlich zu der Gegenüberperson natürlich passen, aber sonst ehrlich sein und so weiter und sozial und Loyalität, meine Freunde, aber sonst eigentlich Geld sowas. Würde ich nie so in Betracht ziehen. Natürlich, wenn dein Freund gut Geld hat, dann ist es so. Aber das ist nie, was an Punkt 1 steht. Das steht, also da gibt es viele Faktoren, die stehen davor. Auf wen bist du neidisch und wieso? Ey, ich bin auf niemanden neidisch. Und das hat einfach den Grund, dass ich jedem gönne, was er hat. Ich könnte natürlich sagen, na, keine Ahnung, ich bin neidisch auf einen Trimax, auf einen Monte, die Millionen Abos haben und damit leben können. Könnte ich sagen, aber das ist für mich der größte Quatsch und die größte Zeitverschwendung, Leute. Denn, wenn ihr auf Leute neidisch seid, natürlich könnt ihr sagen, oh, das hätte ich auch gerne, oh, das würde ich auch gerne machen, cool, ja. Aber so richtig Neid und immer dran denken, könnte ich zum Beispiel nicht, weil das ist Zeitverschwendung. Und ich gönne jedem das, was er hat, was er erreicht hat, weil die haben selber was dafür getan. Und jeder kann es auch so weit bringen, wenn er viel Mühe, Liebe und Zeit reinsteckt in die Sache, die er schaffen möchte. Würdest du jemanden daten, der 10 Jahre älter ist?
Nein, ich würde aber auch niemanden daten, der 10 Jahre jünger ist. Okay, das wäre ein bisschen komisch. Ich bin 15, die wäre dann 5 oder so. Nee, nee, aber älter, nee, Digga. Ich treffe mich doch mit keiner, die 25 ist. Also könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Nee, also das auf gar keinen Fall. Hast du jemals die Größe deines besten Stücks gemessen? Also, oh mein Gott, was ist denn das für eine Frage? Nein, habe ich noch nie. Also jetzt mal ernsthaft, ich habe meine Größe noch nie gemessen. Ich kann es jetzt auch, wenn ich so schätzen müsste, weil logischerweise, wenn ich nackt bin, sehe ich es ja, könnte ich auch nicht jetzt einschätzen, weil ich noch nie in den Jahren, was weiß ich, daneben gehalten habe, um zu messen. Weil, also tut mir leid, das habe ich noch nie gemacht. Wie zeigst du jemanden, dass du ihn magst oder eine Person, dass du sie magst? Kommt ganz drauf an. Ich bin nicht so ein Mensch, der, also ich gehe, nehme oft meinen Mut zusammen und gehe direkt hin, aber manchmal bin ich da auch der Schüchterne. Und ja, aber sonst einfach ansprechen, anschauen, Augenkontakt, vielleicht ein Kompliment machen oder sowas, und nicht direkt hingehen und sagen, jojo, ich finde dich geil und sowas. Das ist halt dumm, ne? So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne auch diese Fragen beantworten könnt oder mal eine rauspicken könnt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch mal eine Frage beantwortet. Sonst wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Abend. Haut rein, euer Schmerle und ciao!